der erste Tag beginnt. Wir machen jetzt den Aufstieg zur Bad Kissinger Hütte. Da hinten liegt noch Schnee, aber wir müssen heute auf den Berg da hoch und dann mal gucken, wie der Weg so wird. Da oben ist unser erstes Ziel, die Bad Kissinger Hütte. Mal gucken, ob wir heute noch auf diesen Gipfel laufen können. So Leute, was eine geile Aussicht. Wir haben es jetzt fast geschafft. Wir sind jetzt quasi hier hinten, sieht man die andere Seite. So, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind jetzt auf der Bad Kissinger Hütte angekommen und jetzt geht es aber nochmal weiter auf den Aggenstein, den Gipfel hier, und dann wird man eine bombastische Aussicht haben in beide Richtungen. Leute, wir haben den Aggenstein bestiegen. Wie viele Meter sind wir jetzt? Irgendwie 1900. Was eine Aussicht, man kann so weit schauen. Und da hinten sieht man sogar Schloss Neuschwanstein. So, wir sind also den ganzen Weg gestern hier hochgelaufen. Bad Kissinger Hütte, sind heute jetzt quasi hier gerade an der Sonnenalm. Dann geht es zur Otto-Meyer-Hütte. Morgen geht es dann über diesen Bereich hier zum Gimpelhaus. Und jetzt gucken wir, dass wir die Läuferspitze nochmal mitnehmen. Und jetzt sind wir ungefähr die Hälfte durch. Die Sonne brennt immer noch runter und wir sind in einem richtig coolen Seitental angekommen. Mit keinem Empfang. Endlich. Zimmer 12. Ja. So, wir haben es geschafft. Otto-Meyer-Hütte, wir sind angekommen. Und danach geht es dann morgen aufs Gimpelhaus. So, wir haben die 2000 Meter fast komplett geschafft jetzt. Und jetzt geht es hier nochmal kurz rum. Da warten noch mal ein paar defekte Seile auf uns. Herzlich willkommen hier auf über 2000 Metern. Tada, da geht's hin. Der letzte Tag ist angebrochen, heute ist Freitag, der 13. Und es geht ins Tal, hoffentlich stürzen wir nicht ab. Und danach geht es zurück zum Parkplatz. Und damit wäre die Tour dann auch schon so gut wie vorbei. Wenn dir das Video gefallen hat, ein paar coole Einsichten, ein paar coole Blicke, ein paar coole Aussichten auf die Landschaft, dann lass doch gerne einen Daumen hoch da und abonniere den Kanal für weitere Abenteuer im Ausland und so weiter und so fort, für weitere Bergtouren. Deswegen würde ich sagen, danke, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Mal.